Ich das Wort dem Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Klaus Rohr-Matzen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank an die FDP für den Antrag und die damit verbundene Möglichkeit, unsere Position deutlich zu machen. Aufgrund der Klimaschutzziele müssen wir die Emissionen im Verkehrsbereich reduzieren. Dabei fällt der Schwerlastverkehr besonders ins Gewicht. Ein Lkw-Maut auf Landesstraßen ist aber nicht das richtige Instrument. Das Land wird keine Lkw-Maut erheben, auch nicht, wenn die EU die rechtliche Voraussetzung schaffen sollte. Der Bund hat gerade erst eine Erhöhung der bestehenden Lkw-Maut beschlossen, bei denen unter anderem für den CO2-Ausstoß Kosten anfallen. Es gibt also bereits eine deutliche Kostensteigerung und einen spürbaren Anreiz für Unternehmen, auf alternative Antriebe umzusteigen oder die Transporte auf die Schiene zu verlagern. Gerade das Letztere ist aber auch nicht überall möglich. Schließlich hat nicht jedes Unternehmen und jeder Supermarkt einen Bahnanschluss. Die Mautabgabe auf Landesstraßen auszuweisen, wird kaum zu weiteren positiven Effekten für den Klimaschutz führen, aber definitiv zu weiteren Belastungen für die Unternehmen. Mit einer solchen Maut treffen wir überproportional unsere kleine und mittlere Unternehmen. Durchgangsverkehre fahren in der Regel auf Bundes- und Autobahnen, die regionale Unternehmen müssen aber auf die Landesstraßen nutzen. Sie sind angesichts der hohen Preise und der Inflation ohnehin schon gebeutelt genug und brauchen nicht noch eine zusätzliche Belastung. Ein schleswig-holsteinischer Alleingang würde das Ganze sogar noch verschlimmern. Damit würden wir unseren Wirtschaftsstandort deutlich unattraktiver machen. Das widerspricht alle unsere Ziele. Um ein klimaneutrales Industrieland zu werden, brauchen wir Ansiedlungen von innovativen Unternehmen. Das würden wir mit einem Maut nur verkraulen. Ja, wir stehen vor großen Finanzierungsherausforderungen. Aber wenn wir mehr Unternehmen anlocken, hat das positive Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Steuereinnahmen. Wir brauchen also keinen Maut, um die Einnahmen zu erhöhen. Dass es dazu unterschiedliche Meinungen gibt, ist in einer pluralistischen Demokratie völlig normal. Trotzdem ist es gut, dass wir heute unsere Position klarstellen konnten. Vielen lieben Dank.